Peter, viertes Spiel in diesem Jahr, sicherlich ein ganz schweres, oder? Ein sehr schweres Spiel. Lotte hat dreimal gespielt, dreimal gewonnen, haben sich richtig gut stabilisiert, nachdem sie am Anfang der Saison ein bisschen brauchten, um da reinzukommen. Haben natürlich auch einen Trainer gewechselt, ein neuer Trainer, hat ein bisschen Euphorie erfacht. Also ein richtig, richtig schweres Spiel. Das ist ein Gegner, wo wir uns im Hinspiel auch schwer getan haben. Wo liegen die Qualitäten von Lotte? Ja, sie haben uns im Hinspiel haben sie uns sehr, sehr viele Probleme bereitet, haben sehr aggressiv gegen den Ball gespielt, waren sehr kompakt, haben schnell umgeschaltet. Also das sind schon so ihre Qualitäten, die sie haben. Allerdings, sie spielen natürlich auch zu Hause. Die Zuschauer werden auch schon vielleicht ein bisschen ein anderes Spiel erwarten. Mal schauen, wie sich das dann darstellen wird. Andere Geschichte, Grippewelle. Wie sieht es bei dir aus? Oder beziehungsweise in der Mannschaft? Ich habe keine Grippe momentan. Wir sind alle wieder ins Training zurückgekehrt, die jetzt angeschlagen waren. So wie Nico Opper, der ein bisschen länger raus war, der trainiert noch individuell, ist aber auch wieder da. Also wir scheinen diese Erkältungswelle jetzt einigermaßen überstanden zu haben. Was ist mit Miku und Tobi Mohr? Tobi Mohr hat mit Achillessehne ein bisschen Probleme, auch da auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht so, dass wir sagen können, okay, der kommt jetzt ins Mannschaftstraining zurück. Miku erwarten wir heute wieder zurück. Es war nach dem Spiel gegen Köln war so ein bisschen der Tenor, wir sind müde. Was hat man die Woche dagegen getan? Ja, wir haben schon geschaut, dass wir entsprechend dosieren, dass wir da wieder eine gewisse Frische reinbekommen, ohne jetzt das Training komplett einzustellen. Das ist schon notwendig, dass wir auch trainieren entsprechend. Aber wir haben da schon aufgepasst, haben einfach den Gegebenheiten ein bisschen auch Rechnung getragen, tiefe Böden, Spieler, die angeschlagen sind. Einfach, wenn so eine Erkältungswelle rumgeht, dann ist natürlich auch das Immunsystem ein bisschen belastet. Also das muss man alles berücksichtigen, das haben wir auch mal getan. Ziel ist klar, ne? Weiterhin ungeschlagen zu bleiben und weiterhin kein Tor zu kassieren. Ja, nein, wir wollen jedes Spiel so angehen wie bisher und das heißt, wir wollen natürlich schon 3 Punkte haben, dass das brutal schwer ist, haben wir jetzt gerade besprochen, also das ist einfach eine eminent schwere Aufgabe, aber wir sind bereit, diese schwere Aufgabe für uns zu lösen.